Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Heute wollen wir die Archive von Soltun Kul endlich finden. Und ich habe es mir gemerkt, ich muss jetzt erst ein paar Schritte nach oben. Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Lügner! Wir wissen doch beide, dass ihr uns bei der ersten Gelegenheit hintergehen werdet. Ich bin vieles, Templer. Aber ein Lügner bin ich nicht. Bei all den Geheimnissen, die ich über die Jahrhunderte gelernt habe, ist die Wahrheit weitaus unterhaltsamer. Nur ein Beispiel. Würdet ihr gern die wahre Herkunft eures Ordens erfahren? Ihr habt nichts zu sagen, was mich interessieren könnte. Ja, so eine kranke Sau mal wieder. Hoppla. Braucht mehr Zeit. Ja, genau. Und ich wollte schon sagen, naja, die Kröte haben wir gerade ausprobiert. So genial finde ich die nicht. Vor allem hat die den gerade wieder ausgespuckt. Oh Mann, okay. Ja, ihr wisst ja, wie ich schon angekündigt hatte, wir probieren es mal kurz aus. Ich brauche mehr Zeit. Und damit soll das genug gewesen sein. Ich hab nicht mal geschwitzt. Gut für dich. Hast du super gemacht. Und die Hunde sind wir ja auch gerade am Ausprobieren. Müssen wir mal gucken, wie lange die es machen. Wie lange sie unsere hohen Kriterien erfüllen können. Wenn sie auch jetzt noch die ganze Zeit sterben, dann werde ich auch hier wieder einen anderen Skill anmachen. Da! Ein würdiger Gegner! Ehrlich, wer kommt denn? Ach, eine Runde Champions. Die werfen auf mich Brandbomben, aber ich habe coolere Brandbomben. Und ich kann die schneller werfen und jetzt muss ich weg. Gift! Mistviecher. Ach, den da hatte ich vorhin mehr Runde gedamaged. Mach ich den jetzt mal platt? Gut. Der nächste. Und da ist der letzte. Oder die letzte. Ein würdiger Gegner. Ha, und das war jetzt gerade wieder eine ganz schön große Gruppe. Da kommt noch so ein Adlerviech. Aber da hat es keinen Hund erwischt. Ist ja seltsam. Sowas macht die. Die macht nicht wirklich tolle Sachen. Und schmeißen wir sie direkt wieder weg. Beziehungsweise verhändeln sie dann am Ende. Blutweihe heißen die, ganz genau. Jetzt fällt es wieder ein. Und der hat doch seine Position hier gewechselt, oder? Kann das sein? Der war doch hier eigentlich das letzte Mal, als ich aufgenommen hatte. Und jetzt nach dem Neustart. Siehst du, da unten ist nämlich der andere vom Beginn dieses Gebietes. Was hat euer Brast noch über die Schlacht in diesem zerrissenen Land gesagt? Seltsam. Nicht viel. Niemand hat die Schlacht an diesem Tag überlebt. Oder zumindest niemand, der dieses Land je verlassen hätte. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Ja, ja, mach du mal. Wir sind gerade mit so ein bisschen beschäftigt. Aber Zorn haben wir auch gleich schon zerlegt. Und er hat einen gelben Gürtel fallen lassen. Das ist schön. Sammeln wir gleich auf. Gebt mir eine Sekunde. So, Ledergürtel. Was kannst denn du? Ach, ich muss ihn identifizieren. Sinnvollerweise. 27 Rüstung, 10 Stärke, 7 Vitalität, 5% bessere Chance und 2 Dornen. Ich bin nicht begeistert. Nicht unbedingt. Das ist ein toller Gürtel für einen Barbaren oder sowas. Schätze ich mal. So, und haben wir hier... Geht es dann hier noch irgendwo weiter? Ah, Tagebuch eines Jägers. Hallo?
Hallo? Komisch. Whatever, ob das jetzt gerade ein Bug war oder Absicht oder... Naja, egal. Wir gehen in die Archive, hier ist es ja ganz offensichtlich vorbei. Die Archive des Soltun Kul. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Bin mir absolut sicher, dass du, armer Mann, das alles mit deinen bloßen Händen erbaut hast. Dieser Ort gefällt mir gar nicht. Das ist ja abgefahren. Und ein rotes Gewitter haben wir auch. Das erinnert mich wirklich auch ganz schön an die Zuflucht aus Diablo 2. Oh, Lea! Sieht aus, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass ich Belial gefunden habe. Und bereit bin, euch zu ihm zu führen. Dann wird der Herr der Lügen besiegt sein, sobald wir den schwarzen Seelenstein haben. Gut und schön. Aber zuerst muss ich wieder zusammengesetzt werden. Nö. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Vergesst nur nicht den euren. Na, dann reden wir mit Hakan. Belials Identität. Habt ihr Belials Identität aufdecken können? Ja, doch wir müssen sehr vorsichtig sein. Er hat eure Taten beobachtet und wird langsam nervös. Ihr konzentriert euch auf den Seelenstein. Danach können wir uns um Belial kümmern. Habe es mir jetzt zu verraten, wäre voll unpraktisch und sowas, ne? Depp. Kann ich hier noch irgendwie Suche nach der Wahrheit? Das können wir vielleicht später machen. Was? So, mach mal Feind der Horadrim im lieben Soltun. Was habt ihr angestellt, euch den Hass der Horadrim zuzuziehen? Okay, wir haben das. Ich trage dieselben Narben wie sie alle. Sie wussten die ganze Wahrheit. Aber diese Narren vergruben ihre Köpfe im Sand. Sie dachten, die Übel wären auf immer und ewig in den Steinen versiegelt und würden uns nie wieder behelligen. Sie brauchten eine Lösung. Sie mussten allem ein Ende setzen. Okay, ich habe hier nur kurz angehalten, weil ihr das ja sicher gesehen habt, wie die Runen hier aufgeflackert haben. Und hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Violen, die ihr gefunden habt, und aktiviert mit ihnen die Relikte. Ich werde hier bleiben und das Ritual vorbereiten. Seid vorsichtig. Na klar. Okay, wir haben also drei Wege. Ach was, okay, siehst du die mittleren? Da gibt's noch nichts. Wir müssen erst diese Maschinen aktivieren. Ja. Hey, ich weiß das besser als du. Ich bin viel mehr Magier als du. Na gut, komm, wir gehen erstmal hier rein. Und dann lassen wir uns von Kul jetzt mal den Rest erklären, oder? Moment, warte, wir laufen mal einen Moment. Engel sind nicht besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten? Nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Tyraels. Ich fühle, dass Tyrael damit zu tun hatte. Ja, was auch immer er noch sein mag. Er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Tja, also deswegen finde ich eigentlich, was Soltun Kul vorhatte, irgendwie gar nicht so schlecht. Naja, jetzt erzähl mal was über die Seelensteine. Wie habt ihr von den Seelensteinen erfahren?
Ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht, als wir die drei jagten. Ich habe sie studiert, fasziniert von ihrer Macht. In den langen Jahren nach unserem Sieg verspürte ich in mir eine Leere, eine Bitterkeit, die mich Tag und Nacht erfüllte. Mit meinem eigenen Seelenstein könnten Himmel und Hölle aus den Angeln gehoben werden. Und die Menschheit könnte sich erheben, ungehindert, ohne Gegner. Ja, ich meine, klar, auf der einen Seite die Menschheit und so weiter. Aber wem gehört denn dann der Seelenstein? Letztendlich wird das schon irgendwie das selbst auf sich programmiert haben. Und man, so jemandem sollte man das halt definitiv nicht in die Hand drücken. Das wäre, glaube ich, keine super Idee. So, die ist total Mist, die Haube. Kaldeum scheint eine türkische Stadt zu sein. Och, nicht schon wieder das jetzt. Könnte das alles an den Dämonen liegen, die wir jagen? Die Macht des Verderbens macht die Herzen der Menschen schwer. Wir werden sie von diesem grauenvollen Schicksal befreien. Ich habe nicht genug Mana. Tja, es liegt wohl darum, dass ich gerade wieder mal entdeckt habe, dass ich noch eine rechte Maustaste habe. Ich brauche Mana. Na gut, dann, wenn wir jetzt gerade so schön eigentlich am Quatschen sind, hören wir uns doch noch... Hallo? Hallo? Naja, Moment. Probieren wir gleich nochmal. Das Böse wurde zurechtgewiesen. Was ist denn das hier? Ein arkanes Portal. Mhm. You don't say. Ich habe nicht genug Mana. Jetzt suche nach der Wahrheit. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das. Okay, das geht gerade ein bisschen schief, weil ich so weit weg bin von ihm. Vielleicht hören wir es uns gleich nochmal an nach diesem Kampf, weil das... Oh, das wird hier gerade ganz schön... Scheiße. Die Dunkelheit, von der ihr sprecht, nicht auch in dem Orden herrscht, dem ihr dient. Erwartet uns. Jetzt machen wir mal den hier schnell platt. Gut. Ist das hier? Jetzt hole ich mir mal die Hunde hier noch her. Die blocken ein bisschen ab für mich. Jetzt können wir ihn hier vielleicht bei uns kalt machen. Ich jag ihm auf jeden Fall alle Zauber auf den Hals, die ich habe. Sehr gut. Wir haben es geschafft. So, jetzt machen wir noch die hier unten fertig. Huch. Warum ist denn das hier? Das hat sich gerade ausgeklappt und irgendwas gemacht. Naja, vielleicht können wir es uns ja jetzt nochmal schnell anhören. Ich habe nämlich selber auch überhaupt nicht aufgepasst. Jetzt klappt sich das wieder nicht aus, oder wie? Von da oben wird noch geschossen auf uns. Und das sieht ja auch schon wieder so unglaublich riesig aus, das Gebiet. Jetzt. Suche nach der Wahrheit. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt. Ein Licht gegen die Finsternis. Ich bin nicht sicher, dass die Dunkelheit, von der ihr sprecht, nicht auch in dem Orden herrscht, den ihr dient. Ihr müsst euch an eure Vergangenheit erinnern können, um die Wahrheit zu erfahren. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Erinnerungen suchen, die mir genommen worden sind? Gemahlene Otazo-Wurzel würde jede einzelne Erinnerung in eurem Kopf freilegen oder euch blind machen. Es ist eine gefährliche Wurzel. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden,
meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten.